Taking a ride with my best friend. And I hope he never lets me down again. He knows where he's taking me, taking me where I want to be. And I'm taking a ride with my best friend. And we'll fly high, we're watching the us by. Never want to come down, never want to put my feet back down on the ground. Moin! Jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem feststehenden Messer, nämlich zu diesem kleinen Stachel hier. Das ist das Modell Armadillo. Gürteltier. Ja, die Armadillos, die Gürteltiere, eine der wenigen Geschöpfe, die eine Panzerung haben. Und da haben wir dann auch schon gleich den Bezug zu diesem Modell hier. Und das ist nämlich ungemein solide, wirklich ein kleiner Panzer. Von daher finde ich die Wahl des Namens Armadillo sehr, sehr gut. Die Messer ausfindig gemacht, beziehungsweise auf den deutschen Markt geschmissen. Das tut der Sven Kienast vom Messerdepot Kienast. Hier der Bezug, Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ja, ich nutze heute mal wieder die Sonne. Es scheint mal wieder die Sonne, das ist wirklich wunderbar. Wenn im Dezember die Sonne nochmal rauskommt, ist das einfach eine wunderbare Sache. Die tut einfach der Seele gut. Ist natürlich auch fürs Bild toll, allerdings weht auch wieder ein guter Wind. Deshalb bitte ich das zu entschuldigen, wenn der Wind hier meine Sätze in Fetzen zerreißen sollte. Ja, das Armadillo selbst, das Modell, wird von einem mexikanischen Messermacher in Handarbeit gefertigt. Ich entschuldige mich jetzt schon für die Aussprache. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur raten, dass der Harim Kaufmann, ich bin mir da nicht sicher. Ich bitte das wirklich zu entschuldigen. Das Messer kommt mit einem Zertifikat. Ja, hier auch der Name und die Homepage. Ja, Harim Kaufmann. Ich spreche es bestimmt falsch aus. Es tut mir leid. Tut aber nichts davon, beziehungsweise tut dem nicht Abbruch, dass wir hier wunderbares Messer von sozusagen einem Ein-Mann-Unternehmen haben. Ist auch ganz frisch am Start. November 2015. Es kommt dann halt mit dieser kleinen Tüte, mit dem Signature, mit dem Logo. Und hier haben wir noch Informationen zur Messerherstellung. Das ist auch einer der absoluten Highlights bei diesem Messer. Man bekommt hier ein handgefertigtes Messer, das geschmiedet wurde. Hier sieht man Chaim Kaufmann. Ja, Messerschmied, Messermacher bei der Arbeit. Fertigt halt auch größere Messer, wie man hier sieht. Hier die kleinen Stachel, Beile. Und wunderbares Material wurde bei dem Armadillo hier gewählt. Wir haben O1 Stahl und ein Eichenholzgriff. Da gehen wir aber gleich noch in Ruhe darauf ein. Der Reiz bei diesen handgemachten Messern ist einfach, dass man wirklich nichts von der Stange hat, nichts, was von irgendeinem Automaten ausgespuckt wurde, sondern hier wird halt noch wirklich Stahl erhitzt. Mit der eigenen Manpower, mit der eigenen Kraft geschmiedet. Da bringt man dann vieles zusammen. Werden geliefert in so einem wunderbaren Leintuch. Das ist schon alles, das war halt wunderbar eingewickelt. Das hat eine Menge Charme, wenn die Messer so kommen. Nicht in einer Pappbox oder in Plastikschachteln.
das macht einfach eine Menge Spaß. Und hier haben wir diesen kleinen Kampfstachel. Ja, wir haben eine enorme Klingenstärke. Eine sehr, sehr große Fingermulde. Das ist ein Dreifingermesser und das ist es durch und durch. Wir haben hier einen ganz geraden Cut, eine ganz gerade Ebene und da schlägt bei mir automatisch der vierte Finger an, sodass es wirklich stabil in der Hand liegt. Ja, Dreifingermesser, brutaler kleiner Stachel. Der dürfte so einiges an Missbrauch einstecken, denke ich jetzt mal. Da wird wirklich eine Menge Stabilität sein. O1 Stahl hatte ich damals beim Enzo Trapper. Hervorragender Stahl. Nicht rostfrei. Ein bisschen Pflege brauchen solche Modelle dann natürlich immer, aber am besten nutzt man seine Messer, dann rosten die auch gar nicht erst. Wir haben hier halt die geschmiedete Klinge mit dem Logo. Ja, sehr cool mit dieser Pfote. Sehr, sehr breite, fette, bullige Klinge. Sowas macht optisch immer eine Menge her. Ungemein langgezogener Bauch. Ja, wirklich sexy Belly für diese Klinge. Die Klinge wurde teilweise, wie man hier oben sieht, im Schmiedezustand belassen eine super, super feine Schneidphase. Ich will jetzt gar nicht behaupten, dass ich allzu viel mit diesem Messer gemacht habe. Ich habe gerade vor dem Video ein bisschen damit geschnitzt. Ich habe gestern ein bisschen damit geschnitzt und ich habe gestern einen kleinen Salat damit gemacht und das war es dann auch. Reichte mir für den Eindruck. Dieses Messer lebt einfach von dem wunderbaren Charme. Ich glaube, das wird viele ansprechen. Das ist ein sehr, sehr cooles Messer rein optisch. Das möchte man in die Hand nehmen. Das fühlt sich einfach gut an durch diese ungemein gerundeten Konturen und optisch ist es total ansprechend. Wir haben Messingpins und das könnte eine Bronzehülse sein für ein Fangriemen. Eichenholz, das wunderbar an der Längsmaserung läuft. Rotes Fieber noch als Unterlage, alles ganz glatt, ganz weich gehalten. Ja, da wurde ins Finish eine Menge Arbeit investiert. Auch ein tolles Design. Geliefert wird das Messer in dieser Stecklederscheide. Hier hinten habt ihr über den Loop noch die Möglichkeit, die Scheide an einen Gürtel ranzubringen. Dürfte für die meisten gängigen Gürtelgrößen völlig okay sein. Bei richtig breiten Gürteln dürfte es problematisch werden. Ist anständig verarbeitet, was ganz wichtig ist, das Messer geht schön tief rein und wird ganz, ganz sicher gehalten. Ja, um zur Nutzung nochmal zurückzukommen, habe jetzt nicht so viel damit gemacht und für mich war es auch von Anfang an klar, dass man sich dieses Messer nicht kauft, um großartiges Schnitzmesser zu bekommen. Da würde ich weiterhin dann mit einem Opinel Vorzug nehmen. Oder auch was Günstiges, wie so ein 510er von Mora. Damit kriegst du einfach alles weggeschnitzt. Kostet nicht die Welt. Dieses Messer halt seinen eigenen Reiz durch die Handarbeit, durch die erlesenen Materialien. Gerade so ein Holzgriff, da kann ich mich nur immer wieder wiederholen. Macht ungemein was her. Dann ist es ergonomisch gut durchdacht. Zumindest bei großen Händen macht es viel Sinn. Wer jetzt kleine Hände hat, da weiß ich nicht, wie gut das alles passt. Gerade mit dem Pinky, mit dem kleinen Finger bin ich mir nicht ganz sicher. Der feine Anschliff kam soweit scharf. Ich mag so super feine Anschliffe, weil die eine Menge Stabilität geben. Finde ich sowohl optisch schön, wie auch von der Stabilität. Da geht ja so schnell nichts kaputt. Und rein vom Beißen ist es okay. Es liegt halt relativ gut in der Hand. Und man darf halt keine ewig langen, schnellen Schnitte machen. Da muss man kontrolliert arbeiten, um mal ein Stöckchen anzuspitzen. Dann passt das ganz gut. Die breite Klinge ist gut geeignet, um mit dem Daumen Druck zu geben, sodass man auch bei trockenem Holz dann recht gut ins Material eindringen kann. Aber da will ich euch gar nichts vormachen. Da arbeitet ein Mora gänzlich anders und effektiver. Wenn du hier mit schnitzt, rutschst du halt wirklich durch diesen extremen Belly recht schnell über das Schnittgut weg. Ist aber natürlich wirklich
vieles mit möglich. Man muss aber immer im Hinterkopf haben, dass dieses Messer eindeutig seine Einschränkungen hat. Aber um mal ein paar Strapse durchzuschneiden. So, jetzt legen wir es mal vierfach. Da macht dieses Messer keinerlei Probleme. Da muss man sich dann einfach auch ein bisschen umgewöhnen vom Arbeiten her, dass man halt eine bauchige, kurze Klinge bei sich hat. Da arbeitet es sich einfach ein bisschen anders mit. Und auch wenn man mal spazieren ist, ich weiß nicht, ich denke mal, dieses Messer dürfte einen Apfel eher spalten, als dass es schneidet. Aber mal so ein Tomätchen zurechtschneiden, das sollte drin sein. Für mich hat dieses Messer halt, wie ich schon mehrfach erwähnte, ungemein viel Charme. Und in diesem Paket mit der sehr, sehr sauberen Verarbeitung, mit diesem Handwerk des Messerschmiedens, des Messermachens, plus der Materialwahl, plus dem Preis, das ist halt nichts von der Stange. So ein Messer hat einen weiten Weg hinter sich aus Mexiko hier zu uns ins kalte Deutschland. Und finde, da legt man dann 180 Euro wirklich gut an. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Schnäppchen ist, aber ich halte es schon für außergewöhnlich günstig, 180 Euro, und bekomme von mir eine absolute Empfehlung. Das ist einfach mal was anderes. Einfach ein sehr, sehr cooles Teil. So, jetzt ist mir glatt das Stativ weggerutscht. Oh Mann. Ja, das war's dann auch im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich bei Sven beim Messerdepot, dass ich diesen Stachel mal in Händen halten durfte. Das Messer geht jetzt zum Nächsten, der das mal ausprobieren kann. Das wird der Andi sein. Link zu seinem Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Dann verbleibe ich mit den abschließenden Worten. Bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.